Wir sind wieder zurück, liebe Freunde, und willkommen bei My Time Report. Ja, heute werden wir hoffentlich ein paar Handelsaufträge abschließen. Ich würde mich zumindest sehr freuen. So, wir nehmen hier erstmal ein paar Ressourcen auf. Was haben wir denn so schönes im Briefkasten? Von Mai. Warum ist das nicht mal so ein besonderer Brief? Hey, wie hat dir mein Artikel gefallen? Hm? Ja, sehr gut. Die Stadt ist jedenfalls ganz begeistert. Der Bürgermeister ist sogar in meinem Büro vorbeigekommen und hat mich gebeten, einen Artikel über ihn zu schreiben. Ich dachte, dass wir damit die Verbesserungen feiern könnten, die in Portia die er in Portia bewirkt hat. Deshalb ist seine nächste Aufgabe, folgende Fotos zu schießen. Bürgermeister Gale, eine Töfterhaltestelle. Die Brücke zur Bernsteininsel, eine Straßenlaterne. Wahnsinn, eine Straßenlaterne. Eine ganz große Projekte, eine Straßenlaterne. Kommst du mir, sobald du fertig bist? Ja, das machen wir noch, aber alles zu gegebener Zeit. Hier dauert es noch 2 Stunden. Und ausnahmsweise würde ich jetzt mal als erstes zu unserer Handelsgilde hin. Come on, Pferd. Achso, ich hab die dabei. Sehr gut. Baumaterialien vorbeibringen. Wen nimmst du das weg? Ich hab dich im Blick. Let's see here. Not too shabby. Good form. This will do. I'll have this installed soon. Thank you. That Mr. X seemed like a stand-up gentleman to me. Mhm. I'm with the mayor on this one. Alles klar. Was haben wir denn, wie versehentlich doppelt angeklickt? Ich weiß es gerade nicht. So, Kabels. Wie nimmst du mir jetzt die Brückenlampen weg? Ich töte dich. Nein, nicht Adit. Da. 6 Brückenlampen. Die haben wir nämlich schon fertig. Ja! So, Kabel abgegeben. Brückenlampen kommen jetzt. Oh, Mann, was, wenn ich einfach schon direkt alle mitnehmen können? Aber gut, naja. Let's see here. Not too shabby. Good form. This will do. I'll have this installed soon. Thank you. Ich möchte so sein wie das Schwein da vorne. Bett und einfach schlafen. Ich fühle mich mit diesem Schwein verbunden. So, dann haben wir das. Als nächstes. Ja, war nichts für dich dabei. Ja? Als nächstes kommt der erhärtete Lehm. Ja, er hat es nicht mitgenommen. Sehr gut. Was sind das eigentlich hier für Aufträge noch? Achso, von denen, die interessieren mich nicht. So, erhärteter Lehm und die Stahlrahmen. Der erhärtete Lehm kommt zuerst. Den haben wir jetzt nur leider noch nicht dabei. Ja, und die Stahlrahmen können wir dann nämlich auch direkt annehmen, sobald wir die abgegeben haben. Das läuft ja wie geschnitten Brot, kann ich sagen. Oh, wir haben schon ein Foto von der Straßenlaterne. Ach, das war das, was wir vorhin beim letzten Mal schießen sollten, was wir geschossen haben, was aber immer falsch gewesen ist. So, wir gucken einmal hier durch. Ist klar, so, das läuft. Holzkohle ist abgeschlossen. Und da wir momentan extrem viel Carbonstahl brauchen. Moment mal. Wir haben kein Eisenerz mehr. Willst du mich verarschen? Das ist doch jetzt nicht wahr. Oh. Nein. Okay. Unsere heutige Aufgabe für diese Folge ist ebenfalls wieder definiert, liebe Freunde. Wir müssen Eisenerz sammeln. So, hier nochmal streicheln. So, hier erhärteter Lehm. Den geben wir gleich ab. Ich mache nochmal mein Inventar mal eben schnell leer. Zack, 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 zack.
So, dann die Holzkohle hier rein. Die Kacke. Okay, das war nicht hier drin. Hier die Zutaten. Nein, nicht die Gummifrüchte, die kannst du nicht essen. Schmeckt, glaube ich, nicht so. Gummifrucht, die Flaschenzüge waren hier. Momentan nur ein. Und das Zeug. So, Ferdli. Wir geben eben schnell die das Zeugs ab. Ach, da ist er. Gerade auf dem Weg zur Baustelle, hier nimmt das mit. Not too shabby. Good form. This will do. I'll have this installed soon. Thank you. Nicht schlecht, gute Form. Wir reden von erhärteten Lehm. Eli. So, dann haben wir relativ viele Erfahrungspunkte jetzt gerade gegrindet. Presley, der geht irgendwie so unter in der Stadt, finde ich. So, und die Stahlrahmen nehmen wir dann auch direkt mit. Ah, sehr gut, dann haben wir alle vier Aufträge gemacht. Ich weiß nicht, vielleicht gab es fünf und der Higgins hat uns beim ersten Mal direkt einen weggenommen, bevor wir ihn überhaupt gesehen haben. I don't know. Ich überlege eigentlich auch gerade, wir müssten natürlich auch bei unserer Ginger mal wieder weitermachen, aber... Ja. Momentan gibt es so viele andere Baustellen tatsächlich. Okay, mit dem Pferd hier hochkommen ist ein bisschen tricky. Also wir brauchen ganz viel Eisenerz. Die Frage ist, wo gibt es Eisenerz? Hier ist überall Stein, wie das aussieht. Das müsste doch hier Eisenerz sein, oder? Oh. Jawohl, hier ist Eisenerz, aber ich glaube nicht mehr so viel. Schon so das meiste abgegraben. Ich bräuchte mal eine neue Eisenerzader. Das gefällt mir hier nicht so. Hier ist noch Eisenerz. Ich stelle mich mal hier so ein bisschen in die Mitte. Ich hoffe mal, das geht noch ein bisschen tiefer und jetzt nicht nur so oberflächlich. Ah, doch, da ist noch mehr. Wobei es sich hier tatsächlich sehr in Grenzen hält, ne? Auf jeden Fall keine große Mine. Ist noch ein bisschen was. Das ist immer so, als wenn hier was wäre, aber nix. Wenn ich hier Mangan abbaue, dann... kriege ich aber kein Eisenerz mit raus. Oh, hier haben wir noch ein kleines Eisenvorkommen. Dafür müssen wir das hier mal tatsächlich neu starten. Also komplett resetten. Ach, also... Oh. Wir einfach schon den ganzen... Oh, da liegt noch eine Feder. Weil wir einfach den ganzen Eisen schon rausgepopelt haben. Und wir kriegen ein bisschen Datendüst noch dabei. Das ist auch ganz gut, weil da brauchen wir nämlich wieder welche. Ah, guck mal, hier richtig schön viel Eisen noch. So gefällt mir das. Ich muss gerade wieder an Seven Days to Die denken, an unsere schönen Minenausflüge. Landwirtschaftsdatenschip Nummer 2. Da haben wir auch schon so 7.
haben mit Planet Explorers. Warum finden wir überhaupt solche komischen Sachen hier immer? Muss jedes Eisenkörnchen rausgepopelt werden aus der Wand. Da sehe ich doch erstmal was. Was ist das? Oh, Schmiermittel, cool. Das nehme ich gerne mit. Oh, wir haben keine Ausdauer mehr. So, jetzt schon. Gut, ja. So, das hat sich, glaube ich, dann hier mit dem Eisen auch erledigt. Das war, glaube ich, alles nur oberflächlich, aber... Das ist mir gerade ziemlich egal. Wir sind eine Aufnahme von Planet Explorers. Ist es immer dieselbe oder kriegen wir auch mal andere? Oh, Kochrezept Datenchip Nummer 3. Ah ja. So, hier machen wir so schön Torbogen. Schon wieder keine Ausdauer. Diese fliegenden Steine, das ist so ein bisschen blöd. Ich konnte das irgendwie nicht anvisieren. So, ich nehme so viel Eisen mit, wie ich kann. Soweit mich meine Ausdauer trägt. Hier ein Kochrezept-Datenchip. Die Hülle etwas aufkloppen. Hallo, triff doch mal. Was bist du eigentlich für ein Kollege hier? Du willst lieber den Boden unter den Füßen weg, merke ich schon. Nicht genug Ausdauer. Habe ich da noch irgendwas für Ausdauer? Stellt GP wieder her. Stellt wieder her 10 Ausdauer. Hey, da werde ich richtig weit mitkommen. Ja, ich habe nichts mehr. KG. Gut, dann hat sich das für heute erledigt. Aber hier so eine Truhe gibt es irgendwie nicht, ne? Wir haben die beim letzten Mal schon mitgenommen, dass man die noch einmal mitnehmen kann. Naja. Aber wir haben ja zumindest wieder ein bisschen was gesammelt. Das ist ja schon in Ordnung. Achso, einsortieren erstmal. So. Sand, Erde, Eisen,
Eisen. Eisen. Achso, was andere war Zinn. Und was mal so. Bisschen Mangan. Und Blei haben wir noch. Haben wir auch nicht mehr so wahnsinnig viel von. Alter, wir haben so viel Steine, ne? Das ist Wahnsinn. So, Kochrezept-Datenchip hatten wir schon. Kochrezept-Datenchip 4 hatten wir noch nicht. Nummer 6 haben wir schon. Landpflegedatenchip Nummer 2 hatten wir schon ein paar von. Die komischen Kassetten. Geht jetzt auch mal hier rein. Obwohl, die hatten wir, glaube ich, hinten reingepackt, wenn ich mich nicht richtig, wenn ich mich nicht täusche. Hier. Planet Explorers, jawohl. Das Schmiermittel. Und eine Feder. So, ja, hier Holzkohle haben wir zwischenzeitlich da gemacht. Sogar hier Carbonstahlbarren. Nehmen wir mal wieder welche raus. Wie viel kann ich denn dann machen? Wie viel Stahlrahmen aktuell? 6. Ich brauche 8. Machen wir schon mal 6. Wir sind schon wieder Level up. Cool. Innerhalb von ein oder zwei Folgen haben wir 2 Levels gemacht. Aber gut, wir haben sehr, sehr viele Quests abgeschlossen. Gut, mal schauen. Was können wir denn dafür noch skillen, Schönes? Pflanzenguru schon seit 3 durch Kultivierung wird um 10% erhöht. Das interessiert mich gerade relativ wenig. Was haben wir? Zusätzlich 25%, natürlich. Was ist zusätzlich 25% Wachstum nach dem Reittiertraining? Schaden von Bohrern und Kettensägen um 10%. Bohrer und Kettensägen? Effektivität des Streichens im Hühnerstall schon um 10%. Oh. Maximal auch so um 2% erhöht. Ist halt auch irgendwo nice, aber. Was haben wir hier? Gegenstände verkaufen? Erhöht die Werkstattpunkte um 1 und die Belohnung für den Abschluss ist auch so um 5%. Gut, wir müssen. Was haben wir hier unten? Verringere die Chance beim Zähmen des Reittiers. Erhöhe die Chance auf seltene Gegenstände aus dem Steinbruch um 100%. Das ist natürlich geil, aber naja, gut, geht so. Vielleicht sollten wir sonst mal wieder ein bisschen mehr auf Combat gehen. Schaden erhöhen, maximale Gesundheit erhöhen. Ganz ehrlich, ich glaube, ich erhöhe mal einfach den Damage schon ein bisschen, oder? Machen wir. So, die Stahlrahmen, die packe ich mal hier hin. Und ich muss mir schon mal wieder was Neues einpacken für die Ausdauer. Ausdauergerichte, was haben wir denn hier so? Ausdauer pro Sekunde. Komm, dann machen wir mal, packen wir mal das Brot hier hin und das Steak. Dann ist das auch mal weg. Okay. Alles klar. So, wir können mal kurz mit Emily quatschen, weil sie hier gerade langläuft. Hallo. Hey. Hat jetzt eine Bestellung Kürbistorte. Apropos, wir müssen immer noch neue Rezepte kaufen. Kürbistorte können wir nicht machen, ne? Nein, natürlich nicht. Geht auch gedämpfter Kürbisreis? Oder können wir... Warte mal, wenn wir jetzt... Wir haben ja im Prinzip Kürbistorte. Können wir ihr die vielleicht sonst geben? Hi, you're here as well. Bestellen Kürbistorte essen. Da. Danke, dass du mir eine Bestellung Kürbistorte gebracht hast. Du bist mein Retter. Ich krieg Aprikosensaft und Zitronenlimonade. Was hast du gemacht, Pferd? Gut. Ja, was macht das hier? 10% Ausdauer. Ja, okay, das können wir direkt hier im Inventar lassen. Und
Verteidigung erhöhen. Ach, schon wieder so ein komisches Buff-Food. Bin ja echt kein Freund unbedingt vom Buff-Food. Haben wir sogar schon hier. Ein Zitronenlimonade. Okay. So, ansonsten Rundgang haben wir, glaube ich, schon gemacht. Ne, haben wir noch nicht gemacht. Nachlegen, hier noch nachlegen. Und Kupferplatten sind abgeschlossen. Was Neues wieder anstellen. Bronzeplatten, ja komm, Bronzeplatten gehen, da habe ich so viel momentan. Wie viel Geld habe ich eigentlich? 30.052, ich könnte mir neues Land leisten, da habe ich aber nur noch 52, das ist mir ein bisschen zu knapp bemessen. Ja, wir verkaufen morgen nochmal hier diese Stahlrahmen, ich hoffe, das kriegen wir morgen fertig. Und dann, Damento. So, das war wieder ein schräger Tag. So, oben sind wir auch wieder am Ende der Folge, sehe ich gerade. Dann hauen wir uns mal ein bisschen hin. Ah. So, und ich muss mal gerade nochmal im Kalender kurz reinschauen. Ja, ich sehe schon hier, es ist bald Wintersonnenwendenfestival. Also, die Ereignisse überschlagen sich wieder, liebe Freunde. Und nächste Folge dann hoffentlich Stahlrahmen abschließen. Dann, ich überlege gerade, was müssen wir denn noch machen? Vielleicht gehe ich nochmal wieder, wir haben jetzt 37 Datendiscs wieder, vielleicht gehe ich aber trotzdem nochmal ein bisschen buddeln, einfach aus dem Grunde heraus, weil wir noch den Pass dafür haben. Ja. Und dann schauen wir mal, ne? Gibt immer was zu tun. Wir müssen auch noch uns mal wieder mit unserer Ginger treffen, auf jeden Fall. Ich will das nicht so vernachlässigen wie bei Stardew Valley. Das ist uns ja auch ein bisschen auf die Füße gefallen. Danke fürs Zusehen, liebe Freunde, und bis zur nächsten Folge von My Time at Portia.